Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme hier auf unserem Kanal LS19 auf der Map Klein-Sieleim 2021. Ja, in der letzten Folge haben wir ja angefangen, oder habe ich ja angefangen, die Felder zu ernten. Ja. Und ja, damit bin ich soweit durch. Oben der Kontostand sieht schon besser aus. Jetzt sind die ganzen Felder voller Strohballen noch. Ein paar habe ich schon abgefahren. Ein paar müssen wir noch abfahren. Das machen wir jetzt in der Folge. Ne? Wir haben noch drei Bahnen hier zu pressen. Und ja, da würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopi nacken. Fangen wir direkt an. Rein hier in den Fendt. Und dann fange ich jetzt mal zu pressen hier. Hinten. Und dann geht das weiter. 52 Ballen habe ich schon weggebracht, aber da können wir uns nachher mal die Statistik ansehen, wie viel die Ernte jetzt wirklich gebracht hat. Ja, als Ballenmaschine habe ich mir hier Pöttinger genommen. Eine kleine, die ist aus dem Add-on ja, Alpenwelt. Alpine Alpenwelt. Also wie gesagt, 52 Stück habe ich schon weggebracht. Der Hafer und auch die Gerste sind komplett verkauft. Ich habe einen Ballenwagen gemietet. Da passen so 26 Stück drauf. Und da kommen mal so 10.000 Euro. Ich glaube, bei rum. Ja. Geht relativ fix hier. Ich fahre mal so ein Stückchen zurück, damit ich nichts verpasse. Ihr seht in den Spiegeln mal auf und zu gehen. Die Ballenpresse. Da hinten geht es auf, ne? Zack. Draußen wieder zumachen. Und dann geht es weiter. Ja, wie gesagt, den Sammelwagen. Der steht jetzt noch auf dem Gerstefeld. Da ist es, glaube ich, halb voll. Und da müssen wir dann als nächstes hin. Dann fangen wir an, die Ballen einzusammeln. Wenn wir die alle verkauft haben, dann einen Schlussstrich drunter ziehen, dann können wir mal statistisch gucken, wie viel die Ernte wirklich eingebracht hat. Was vergessen. Ja, nicht so schlimm. Ja. Und dann fahre ich jetzt hier das letzte Stück noch zu Ende. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch einen hin. Aber ich glaube nicht. Das war auch keine ganze Bahn hier.
sehen. Was soll das? Nehmen wir das bisschen da noch mit. Lass nichts liegen. Da liegt nämlich auch noch ein bisschen was. Dann kommen wir vielleicht auf 80. Vielleicht. 75, nö. Nö, nö. Ein bisschen 76. So. Der den ausspuckt. Macht er nicht mehr. Naja, dann müssen wir den halt mit dem Stroh abgeben. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. So, Ballenpresse weg. So. Dann fahre ich jetzt erstmal mit dem Fendt kurz zum Hof. So, ihr seht, ne? Ganz schön was vom Feld gekommen hier. Verkehr habe ich jetzt erstmal ausgeschaltet gehabt die ganze Zeit. Mit dem Großgerät hier die Straße gewechselt habe. So, stellen wir ihn hier hin. So, hier habe ich mir gedacht, bei den Kühen fehlt ja noch, nur mal so nebenbei, den Kühen fehlt ja noch Mischration. Dann brauchen wir ein bisschen Silage vielleicht. Hier ein Dings hingebaut kriegen. Oder auf die andere Seite vielleicht hier auf dem Feld. Ja, wäre natürlich nicht so schön. Vielleicht ein Bunker, ein Silagebunker. Und dann. Oder vielleicht da, die Geräte da weg. Und da einen Silagebunker hinbauen. Und dann. Ja. Silage machen mit dem Gras. So, jetzt fangen wir mal an. Autoload. Ja, praktisch, ne? So. Die erste Reihe noch ja nicht voll. Wahrscheinlich bei 13. Mal gucken, ob wir keinen vergessen haben hier. Ja, ihr seht da, da ist alles noch voll, auf dem anderen Feld halt auch. So, fahren wir mal darüber. Hier. 20, 26.
voll. Jetzt eben Spotstellung. Zack. Und dann fahren wir die Ballen wegbringen. Fliegen hier noch. 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 Stück noch. Die holen wir gleich als allererstes. Ja, wenn dann diese Ernte rum ist, dann werde ich die Felder neu ansetzen und mal gucken. Ich habe ja gesagt, Soja beim nächsten Mal. Ja. Schon überlegt, weil ich ja gesagt habe, Silage machen, ob ich nicht Mais machen soll. Aber ich glaube, Soja erstmal ein bisschen Kohle, weil der Bunker wird auch ein bisschen was kosten. Und dann machen wir, glaube ich, noch eine Runde Soja auf die Felder. Da haben wir ja nicht so viel Arbeit, da müssen wir nur ernten. Bin ich, glaube ich, zu weit gefahren. Vor lauter Reden. Hier. Ah, passt aber, da können wir rückwärts rein. Ach Gott. Aber zurück. Ja. Ja, direkt vors Auto. Einmal frei. Ballen auch verkauft. Und frei. Den langen Dingen. Den langen Anhänger hier. So. Aber die auch weg. Haben wir noch die anderen 5 von da hinten holen. So, Arbeitsstellung. Eins nach dem anderen, wenn jetzt die Ballen verkauft sind, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Das dauert jetzt auch noch ein bisschen. So, 2 Touren. 3 Touren. So, fangen wir mal von da hinten an, weil hier liegen auch welche rum. Zwischendurch. Ja, wo das? Ja. Fangen wir von hinten an.
12, 13. So, haben wir jetzt 52, 58, 78 Ballen. Zwischendurch. Noch. So, dann haben wir jetzt 104 Ballen. Er hat ganz schön zu kämpfen mit den Ballen. Ja. Ja, 9.100 für 26. So, 104 Ballen haben wir weg. So, machen wir eben schnell wieder hier Z und B und dann können wir weiter sammeln. Mal sehen. Sicherheit noch mal einen vollen Wagen. Ja, noch mal so einen halben oder so was. Vielleicht. Habe ich den jetzt mitgenommen? Ja, habe ich. Ja, vielleicht sogar nur noch einen Wagen. 19. Was haben wir da? 2, 4, 6. Ja, noch einen Wagen. Einer müsste noch fehlen. Wo ist er? Da ist er. So. Mal kurz Rundumschau hier, dass wir auch keinen vergessen haben. Alle Ballen aufgeladen. So, dank Autoload. Ist dann alles von Hand. Was, sagen wir mal, mit einer Gabel hätte machen müssen. Ach du meine Güte.
sind die Bauern draußen auf dem Feld in der Realität nicht zu beneiden. Ja. Ja, unsere Kühe, denen geht's gut. Ja, braver Kühen. So, dann haben wir alles eingesammelt. Gucken wir mal kurz. Ja, hier den Kühen geht's gut, seht ihr? Ne? Was das denn alles so gebracht hat. Also, Einnahmen gesamt haben wir, wenn man die Mietkosten und alles abzieht, haben wir Gewinn 128.519 gemacht. 45.000 haben wir für die Ballen bekommen insgesamt und 136.000 Einnahmenernte. Das ist doch tipptopp. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Wenn euch die Aufnahme gefallen hat, wie immer, lasst ein Like da. Däumchen schön nach oben. Für alle Neuen, lasst ein Abo da. Für alle, betätigt die Glocke. Schreibt was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt schön gesund. Macht's gut. Tschüss.